Hallo zusammen, ich bin Peter Unmüßig, Vorstand der Kontaktstiftung. Mit der gemeinnützigen Stiftung unterstützen wir Wissenschaft und Forschung. Und hier haben wir in diesem Zusammenhang ein Projekt an der Universität Konstanz initiiert, welches sich damit beschäftigt, wie man den Gemeinsinn im Sport fördern kann. Über das Trainersuchportal, unseren Partner, probieren wir ganz viele Menschen mit diesem Thema zu erreichen. Zum Gemeinsinn gehören Begriffe wie Respekt, Toleranz, Fairness, Achtsamkeit und Aufmerksamkeit sowie Wertschätzung. Heute freue ich mich ganz arg, besonders Sarah Köhler begrüßen zu dürfen, die derzeit erfolgreichste deutsche Schwimmerin. Dies wurde gerade wieder unter Beweis gestellt bei den Olympischen Spielen in Tokio mit der Bronzemedaille über 1500 Meter Freistil. Ich freue mich jetzt ganz arg, mit dir über Gemeinsinn im Sport sprechen zu dürfen. Liebe Sarah, ich darf mich jetzt ganz herzlich bei dir bedanken, zunächst dafür, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast, was uns doch zeigt und auch Ausdruck ist, dass dir das Thema sehr wichtig ist mit dem Gemeinsinn im Sport. Ich darf jetzt dir das Mikro etwas rüberhalten und freue mich auf deine Information. Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und dass wir ein bisschen über das sehr wichtige Thema sprechen dürfen. Dann würde ich gleich mal meine erste Frage stellen wollen. Was bedeutet für dich Respekt im Sport? Ja, ich denke, ohne Respekt im Sport geht's einfach nicht. Es ist auch ein schöneres Miteinander, wenn es respektvoll ist. Ich habe es in meiner Karriere und in meinem Leben auch schon oft ganz anders erlebt. Das macht keinen Spaß, es nimmt einem die Motivation und die Freude am Sport und deswegen ist es einfach ganz, ganz wichtig. Dann die nächste Frage von mir wäre, bei einem Wettkampf versuchst du deine sportlichen Gegnerinnen zu schlagen. Da haben wir die Begriffe Wettkampf, Gegner, Schlagen und da stellt sich dann schon die Frage, wie diese Begriffe noch Raum bieten für Respekt, Fairness, Toleranz, Achtsamkeit. Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, das, was auf der Bahn passiert, ist ein rein sportlicher Wettkampf. Da gewinnt der, der am fittesten ist, der die beste Tagesform hat und dann eben am schnellsten an der Wand ist. Und rational runtergebrochen hat das an sich noch nicht viel mit Respekt und Fairness zu tun. Wo Respekt und Fairness und Achtsamkeit dann dazukommt, ist zum einen vor dem Start. Da gibt es viele Situationen bei internationalen Wettkämpfen ganz besonders, wo es sich natürlich die Sportler versuchen, gegenseitig so ein bisschen auf psychischer Ebene zu manipulieren. Auch das kann ganz schnell in eine respektlose Art umwandeln. Aber auch das gehört teilweise zum Sport dazu. Also diese Gratwanderung ist ganz, ganz schmal. Und auch die Phasen nach so einem Rennen, wenn man gewinnt, natürlich möchte jeder gewinnen, aber es gibt eben auch Tage, an denen kann man nicht gewinnen. Da hat man einfach nicht die beste Form. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie gehe ich mit dem Gewinner um? Oder wenn ich derjenige bin, der gewonnen hat, wie gehe ich mit denjenigen um, die hinter mir gelandet sind? Da würde ich gerne direkt weiter nachfragen. Gibt es irgendwelche Situationen, an die du dich spontan erinnerst? Vielleicht von deinem Jugendtraining bis wirklich Olympia? Gab es da irgendwelche negativen Erfahrungen? Oder gibt es insbesondere auch positive Erfahrungen, wo du sagst, ja, da habe ich vielleicht wirklich mal etwas verspürt von Toleranz, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit? Kannst du da was berichten? Aus meiner Jugend schon beide Seiten, sowohl die schöne als auch die unschöne. Vielleicht zuerst die schöne Seite. Als die ganz junge Sportlerin war ich in den Trainingsgruppen eigentlich immer die Jüngste, wo ich reingekommen bin. Und auch die Älteren, auch wenn ich die vielleicht manchmal geärgert habe und das für die vielleicht auch manchmal anstrengend war, wenn da so ein 13-, 14-, 15-jähriges Mädel plötzlich mit denen mitschwimmt, haben die mich trotzdem immer mit offenen Armen aufgenommen, haben sich immer um mich gekümmert. Aber ich habe eben auch leider die andere Seite erlebt mit Gleichaltrigen, wo dann leider sehr viel Neid und Missgunst auch mitgespielt hat, die mir dann auch außerhalb des Beckens versucht haben, sag ich mal, das Leben schwer zu machen und somit meine sportliche Leistung zu beeinträchtigen, wo ich der Meinung bin, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wenn ich jemand anderen schlechter mache, werde ich dadurch nicht selber besser. Das hat für mich dann auch nichts mehr mit Achtsamkeit und Respekt zu tun. Und jetzt im älteren Alter kann ich mit dem Thema auch ganz anders umgehen als junge Sportlerin natürlich. Also ich hatte es 2019 gerade hier in dem Becken, dass Isabel Gose meinen deutschen Rekord über die 400 Meter gebrochen hat, schneller war als ich, was in dem Moment aber für mich, ich habe mich sehr für sie gefreut, sie ist eine junge Sportlerin und habe mich dann mit ihr gefreut natürlich, das steht überhaupt nicht zur Frage. Schön, Dankeschön. Dann haben wir das schon
jetzt ausführlich von dir gehört, auch so von der früheren Zeit. Ich denke, das ist auch wichtig für andere Sportler, solche Erfahrungen mitzubekommen und auch für Trainer immer mal wieder über das Thema nachzudenken, wie man auch im Training mit Gemeinsinn und den ganzen Aspekten umgeht. Jetzt möchte ich dich fragen, bei Olympia herrscht eine besondere Atmosphäre. Das ist ja noch nicht so lange her bei dir, als du dort warst. Mit den Aktiven aus aller Welt in einem Dorf zu sein, ist sicherlich etwas Besonderes. Und da würde es uns interessieren, welche Rolle spielen für dich hier Toleranz, gegenseitige Wertschätzung und vielleicht auch allgemein Offenheit gegenüber anderen Menschen, hier speziell Sportlern? Also gerade bei Olympia ist es ja nochmal was Besonderes, weil es eben das größte Sportereignis ist und diese Schlagworte, die du gerade genannt hast, die sind auch einfach ein Teil des olympischen Gedanken, die gehören dazu und ohne die geht's nicht. Aber es gibt natürlich immer noch Sportler oder auch Trainer, die nicht zwischen dem sportlichen Wettkampf und dem persönlichen unterscheiden können und das schlägt sich dann teilweise jeweils auf die andere Seite durch, was natürlich sehr schade ist, aber grundsätzlich sind das zwingende Voraussetzungen für dieses olympische Event, dass das so stattfinden kann und dass sich das überhaupt über die ganzen Jahrzehnte so etablieren konnte, wie es das jetzt getan hat. Jetzt würde mich noch interessieren, gab es jetzt bei Olympia für dich selber auch persönliche Begegnungen, Erfahrungen, wo du selber für dich sagen kannst, da habe ich eine offene Welt getroffen, da bin ich auf tolerante Menschen getroffen, das war eine schöne, wunderbare Erfahrung, wo gerade man vielleicht so etwas wie Gemeinsinn im Sport erfahrbar, erlebbar gehabt hat? Ja, also die Corona-Pandemie hat dieses Gemeinschaftsgefühl, diesen Gemeinsinn, glaube ich, gerade bei den Olympischen Spielen nochmal verstärkt. Natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, ist Olympia sowieso was Besonderes und da ist dieser Gemeinsinn nochmal mehr da, vielleicht als noch bei anderen Sportarten, aber gerade durch die Corona-Pandemie, die auf mentaler Ebene für alle sehr, sehr schwierig war und die sehr an uns gekratzt hat, die anstrengend war, die kräftezehrend war, hat wiederum auch gezeigt, dass jetzt nach diesem Extrajahr zu den Olympischen Spielen und diesen schwierigen anderthalb Jahren alle noch näher zusammengerückt sind, noch mehr aufeinander geachtet haben, sich noch mehr respektiert haben und diese Leistung, die dann der jeweils andere gebracht hat, einfach viel, viel mehr nochmal wertgeschätzt haben, als es vorher so oder so schon war. Also eine schöne Erfahrung für dich bei Olympia. Dann hätte ich zum Abschluss noch eine Frage. Wie könnte man aus deiner Sicht den Gemeinsinn, insbesondere auch die Begriffe, wie wir sie darunter verstehen, über die wir gesprochen haben, Respekt, Toleranz, Fairness, Wertschätzung, wie könnte man die im Sport allgemein weiter fördern? Kann man da bei Trainern ansetzen, bei Verbänden? Wo denkst du, wo sind da die Potenziale, wo man hier noch mehr Licht drauf werfen könnte, damit der Gemeinsinn noch etwas mehr nach vorne kommt? Also in meinen Augen bedarf es einer Nulltoleranzgrenze von ganz oben, die dann natürlich auch runtergebrochen auf die Trainer, die Basis für die Sportler sind und die sportliche Entwicklung und natürlich auch die persönliche Entwicklung der Sportler bilden. Die müssen dahingehend gegebenenfalls geschult werden. Wie gehen sie mit respektlosem und unfairem Verhalten um? Was machen sie mit den Sportlern? Wie können sie die aufklären und vielleicht sensibilisieren für Achtsamkeit gegenüber anderen Mitmenschen und anderen Athleten aus der gleichen Trainingsgruppe. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Dann bedanke ich mich mal soweit. Hinsichtlich der Verbandsarbeit kann ich hier beim Deutschen Schwimmverband sagen, dass wir deshalb hier sitzen, weil der Deutsche Schwimmverband hier sehr offen ist für das Thema. Und ich denke, die Worte, die du gesagt hast, werden mit dazu beitragen, dass man da weiterhin auf dem Weg in die richtige Richtung geht, nämlich dem Gemeinsinn im Sport etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Sarah, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für das Interview, wünsche dir natürlich persönlich und auch sportlich weiterhin viel Erfolg und Freude und sag nochmal ein ganz, ganz großes Danke, dass du dich diesem wichtigen Thema gewidmet hast und dir Zeit genommen hast. Dankeschön. Sehr gerne.